Macht es Sinn, 80 Euro in diesen Frästisch zu investieren? Auf gar keinen Fall. Ja, was hast du denn auch erwartet? 80 Euro, was für ein Depp. Eine Sache haben wir gelernt. Ein Frästisch für 80 Euro gekauft, kann im Prinzip leider fast gar nichts. Und der Gedanke ist klar, kann ich das nicht eigentlich viel besser selber bauen? Vielleicht sogar für weniger Geld? Moment mal, bevor wir anfangen, ein paar Gedanken. Wir wollen nämlich einen Frästisch bauen und brauchen ganz viele Sachen überhaupt nicht. Hä? Wenn man sich mit dem Thema Do-it-yourself-Frästisch beschäftigt, ist eine der ersten Sachen, die eigentlich immer kommt, so eine Einlegefräsplatte. Dazu mal zwei Gedanken. Diese Platten werden in eine größere Platte eingelassen. Das bedeutet aber auch, man muss das wirklich hundertprozentig perfekt machen. Wenn man hier einen Versatz in die eine oder andere Richtung hat, macht das im Prinzip wenig Sinn. Wir sehen bei meiner Platte hier unfassbar viele Stellschrauben und es ist eigentlich ziemlich nervig. Der zweite Gedanke ist, so eine Einlegeplatte macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn wir auch einen Fräslift verbauen, also irgendeine Art von Mechanismus, dass wir so wie hier von oben die Höhe des Fräsers verstellen können. Und da kommt schon das nächste Problem. Hier haben wir eine ganze Liste von günstigen Fräsplatten. Ich sagte ja schon, ohne Fräslift bringt uns das gar nichts, weil wir das eigentlich ja sonst noch extern dazu kaufen müssten. Hier sehen wir ein Teil, was beides hat. Dazu kommen wir gleich noch. Was man aber auf jeden Fall auch sieht ist, wenn man zum Beispiel eine solche oder eine solche Fräsplatte kauft, dann zahlt man eigentlich schon mehr als für den ganzen anderen Frästisch. Was wir natürlich hier auch noch haben und auch bei anderen Platten, das muss jetzt nicht die von Michael sein, ist, dass wir die Einlage auswechseln können. Die Frage ist trotzdem, ob das den Preis rechtfertigt, weil wir wie gesagt noch diesen Mechanismus brauchen. Den gibt's aber, gucken wir uns eben an. Das ist genau dieser Fräslift, den wir bei vielen Bildern gesehen haben. Der kostet so ungefähr 40 oder 50 Euro, je nachdem, wo man das Ganze kauft. Das Problem ist, wenn man sich die Bewertung durchliest, liest man eigentlich immer wieder, es ist eigentlich ganz nett, aber in sich zu wackelig. Es ist also nicht wirklich fest und man sieht auch hier, wenn man genau hinguckt, Feststellmechanismen fehlen eigentlich. Wir können das Ganze zwar hoch und runter drehen, wir haben aber keinen Mechanismus, um die Höhe wirklich fest einzustellen. Und da ist mir was ganz anderes eingefallen. Wir brauchen das nicht. Aus meiner Sicht spricht nichts für eine Fräsplatte ohne Fräslift. Ein guter Fräslift ist sauteuer und ein schlechter bringt uns eigentlich nichts, weil er ungenau ist. Es ist ein langes Intro, aber ich erkläre es euch einfach mal, denn das hier ist so ziemlich eine der besten, aber auch günstigsten Kantenfräsen von Makita. Ich denke, dass viele von euch die haben. Und wenn wir hier zum Beispiel den Feststellmechanismus lösen, können wir den Tisch zwar ein bisschen mit Druck bewegen, wir können es auch wieder ein bisschen zumachen. Wenn wir dann diese Schraube drehen, dann können wir sehr präzise die Höhe einstellen. Wir haben im Prinzip bei dieser Kantenfräse schon einen Fräslift verbaut. Wenn wir das Ganze festmachen, dann ist das wirklich fest. Da wackelt nichts mehr. Deswegen nehmen wir einfach diese Fräse hier, sparen uns die Platte und den Lift. Und warum das nicht nervt, zeige ich euch ganz am Ende noch beim Verstellen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Bauen, denn wir wollen ja Geld sparen. Die Fräse haben wir, wir brauchen Material. Für unseren Tisch wollen wir dieses wunderbare Nussholz nehmen. Nein, natürlich nicht. Das wäre viel zu teuer. Wir wollen in diesem Schritt ja Geld sparen. Ich habe mir solche Regalbodenbretter gekauft. Das ist ein kleines. Wir haben noch drei große. Das Beste ist, dieses Material ist sehr, sehr glatt. Wir können also wunderbar Sachen da drüber schieben. Und es ist halbwegs formstabil, weil es relativ robust ist. Es ist ja ein Regalboden. Der Knaller ist, für diese vier Bretter habe ich 20 Euro bezahlt und für alle Schrauben, die wir heute mit dazu nehmen, wenn wir dafür 8 Euro rechnen, ist es viel. Wir sind also bei 28 Euro und wenn alles klappt, war es das schon. Mehr müssen wir nicht bezahlen, um einen voll funktionsfähigen Frästisch zu bauen. Jetzt fangen wir auch an und bauen einen Frästisch für 28 Euro. Auf die Plätze, fertig, los. Ich markiere mir erstmal die Mitte. Denn da soll meine Fräse später sitzen. Ihr könnt das anders machen. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist, die alte Auflageplatte einmal abzuschrauben. Weil mit der können wir super präzise anzeichnen, wo die Schraubenlöcher im Verhältnis zum Mittelpunkt des Fräsers sitzen. So haben wir die Fräse wirklich später sehr gut zentriert. Ich piek's mir das jetzt hier einfach einmal mit einem 4 mm Bohrer an. Das ist etwas präziser, als es anzuzeichnen. Und fertig ist es. Ich bohre mir zuallererst ein 35 mm Loch genau in die Mitte. Das ist das Loch, wo später der Fräser durchgeht. Bei diesen Spanplatten ist die Beschichtung so eine Sache. Die ist irgendwie ganz schön hart und reißt auch ein bisschen aus, aber es geht. Dann die anderen Löcher mit 4 mm. Ich bohre die tatsächlich ohne Spiel, sodass die Schraube schön eng drin sitzt. So, einmal alle vier.
Und dann müssen wir die Löcher noch senken, weil ich von oben das Ganze verschraube. Der Schraubenkopf soll später in diesem Loch sitzen. Ich habe jetzt hier einen 7 mm Metallbohrer genommen. Der zentriert sich von alleine. Wenn man die Platte nicht zu doll festhält, dann ruckelt sich das so zurecht. Und das passt auf jeden Fall perfekt. Wir können jetzt den Fräskorb schon mal festschrauben. Ich habe bei den Schrauben kein Spiel gelassen. Ich hoffe, dass alle vier auch ihr Loch treffen. Aber zwei haben wir schon mal, würde ich sagen. Oh, drei. Und komm, die vierte auch. Das wär's. Ja, alle vier. Ich sag's euch, wie es ist. Das hatte ich noch nie. Eine passt sonst immer nicht. Okay, jetzt können wir das richtig, richtig festschrauben, weil das Teil müssen wir erstmal gar nicht mehr abmachen. So, das bewegt sich überhaupt nicht mehr. Fester geht's nicht. Wir haben jetzt hier einen super kleinen Fräser eingespannt. Ich hoffe mal, dass wir den auf ganzer Länge nutzen können. Packen das hier so rein. Dann können wir das Ganze hochfahren. Ja, wir können ihn sogar komplett nutzen. Könnten wir festmachen. Oder wieder runterfahren. Und so können wir ganz präzise einstellen, wie wir fräsen wollen. Ohne Fräslift, ohne Platte. Aber Jonas, jetzt muss ich ja nach hier unten, um den Fräser einzustellen. Muss man normalerweise auch. Wenn ich die Fräshöhe einstellen möchte, dann möchte ich das ja an diesem Material sehen. Das heißt, ich würde jetzt hier oben drehen, müsste aber trotzdem über diese Kante peilen, damit ich genau sehe, wie hoch er ist. Das spricht für mich gegen die meisten Fräslifte. Ich kann das Ganze jetzt einfach so machen. Ich löse das Ganze hier, fahre den Fräser hoch und bin eh schon in einer Position, um perfekt zu sehen, wie die Höhe meines Fräsers tatsächlich ist und kann das hier ganz, ganz präzise einstellen, einfach festmachen und brauche dafür überhaupt keinen Fräslift und nichts. Es funktioniert alles brutal gut. Die Platte hängt auch nicht durch. Eine Sache triggert mich aber bis zum geht nicht mehr. Der Ausriss hier oben. Das Gute ist, eingangs habe ich gesagt, ungefähr 28 Euro. In der Realität brauchen wir wahrscheinlich nur eine von diesen großen Platten. Das heißt, wir können von unserem Gesamtpreis gute 10 Euro abziehen, weil wir zwei über haben. Deswegen werde ich diese Platte jetzt einfach nochmal neu bohren. Vorher mit Klebeband abkleben, sodass das Loch sauberer ist. Wir können also von 28 10 abziehen. Macht 18, das ist ja noch viel besser. Also wir bohren unseren Frästisch weiter. Ich mache nur eben die Platte neu. Das Beste ist, unsere Platte ist größer als die vom gekauften Frästisch und hängt gerade eigentlich komplett frei und ist trotzdem komplett gerade. Das ist super. Wir brauchen jetzt aber noch einen Anschlag, den bauen wir jetzt. Für den Anschlag säge ich einmal das kleine Brett nicht in der Mitte durch, sondern einmal so, dass ich einen Teil habe, was 9 cm groß ist, das ist der Anschlag in der Höhe, und eins, was in etwa 10 cm groß ist, das ist der Anschlag nach hinten. Dann markiere ich mir einmal etwas, ich möchte nämlich wieder ein Loch bohren. Wir brauchen ja irgendwie eine Öffnung, sodass wir unseren Fräser im Anschlag versenken wollen. Und wir wollen diesmal alles so einfach und günstig wie möglich machen. Deswegen markiere ich mir hier einfach ein Loch und bohre dann gleich wieder mit dem gleichen Bohrer, dem 35 mm Forstner Bohrer, ein Loch da rein. Und ihr seht, es gibt beim ersten Eintauchen immer so eine kleine Explosion. Das ist, wenn wir die Deckschicht durchbrechen. Das Klebeband hilft ein bisschen, aber noch nicht ganz so doll, wie ich es mir erhofft hatte. Trotzdem haben wir zwei Löcher, die wir jetzt einfach einmal mit der Japansäge nach unten verlängern, so dass wir eine große Öffnung haben. Wenn wir das Ganze dann ausgesägt haben, schraube ich das Ganze zusammen. Das sieht zwar nicht ganz so schön aus, hat aber den Vorteil, dass wir unseren Anschlag nochmal doppelt gerade ziehen. Das Brett in sich ist schon super gerade, das ist wirklich ein Vorteil bei dem Material. Wir schrauben es jetzt aber an die super gerade Schnittkante von unserem Anschlag und dadurch können wir wirklich ziemlich sicher sein, dass dieser Anschlag 100%ig gerade ist. Und wenn wir die Schrauben so wie hier ganz perfekt senken, dann bleibt da auch nichts hängen. Jetzt müssen wir noch etwas anderes bauen und dafür säge ich von diesem Reststück Holz, was ich in meiner Berechnung einfach komplett ignoriere, eine Ecke ab und ich säge das erst von einer Seite und dann von der anderen Seite durch. So fällt das Teil beim Schnitt nicht ab, aber ich kann es jetzt ganz einfach lösen. Wir brauchen nämlich eh nur einen kleinen Teil davon.
Von dem gleichen Teil klinken wir jetzt noch zwei Seiten aus. Das mache ich jetzt einfach mit der Tischkreissäge. Wahrscheinlich wäre es mit der Japansäge einfach deutlich schneller gewesen. Aber so macht's Spaß. Also einmal ausklinken. Und dann natürlich noch absägen. Wir wollen, dass wir nur ein kleines Teil davon haben, nämlich das hier. Und da bohren wir jetzt wieder ein 35 mm Loch rein. Und zwar ungefähr in einem 45-Grad-Winkel. Ich habe extra ein Brett drunter gespannt, weil man da so ein bisschen komisch durchbricht am Ende. So sollte das Teil dann aussehen. Und das ist, genau, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, unser Absaugadapter. Der Schlauch vom Festool-Staubsauger passt da perfekt rein. Und dieses Teil können wir jetzt ganz einfach hinten auf unseren Anschlag setzen. Ich schraube das Ganze fest, schön mit zwei Schrauben, das soll wirklich relativ eng sitzen, denn wir nutzen das, wie gesagt, zur Absaugung. Also Schrauben rein und fertig. Ich habe für unseren Absaugungstest mal etwas Staub vorbereitet. Da wollen wir mal schauen, was passiert. Das funktioniert super gut. Hier müssen wir noch eine leichte Phase dran machen, dass der Staub sich hier nicht so einklemmt. Aber an sich könnten wir loslegen. Ich sagte das eben gerade sehr ruhig und besonnen. Aber ehrlich gesagt, das ist so geil. Das ist mit Abstand die kräftigste und beste Absaugung, die ich je an einem Frästisch hinten dran hatte. Die meisten Frästische haben einen größeren Durchmesser, so dass man vielleicht sogar ein 80er Rohr anschließen kann. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil wir hier eher die Staubsaugerwirkung brauchen. Deswegen haben wir auch nur ein Staubsaugerloch. Und wir können alle diese Löcher mit einem 35 mm Bohrer bohren. Und es ist, hier unten liegt gar nichts. Es ist nichts nach unten durchgefallen. Da hinten schon, weil ich es ja dann weggepustet habe. Aber das saugt so brutal. Deswegen, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir packen hier die Fräse rein und fräsen mal eine Falz, um zu gucken, wie das funktioniert. Also Fräse rein und los. Das Einstellen ist wirklich super duper einfach und auch das Fräsen funktioniert ganz wunderbar. Man sieht natürlich, alles vibriert ein bisschen, weil das Ganze nur auf zwei Böcken steht. Aber es fräst sich einfach wunderbar. Also bis jetzt schon ein großer Erfolg. Und was natürlich bei der Absaugung auch ein Riesenvorteil ist, alles ist sehr schmal, da sind keine großen Öffnungen. Wir können also perfekt absaugen und fräsen. Für die Langlöcher, um unseren Anschlag später zu verstellen, nehmen wir diese Vorrichtung, die wir uns mal für Dominos gebaut haben. Und ganz wichtig, ihr könnt natürlich diesen Schlitz auch einfach mit der Fräse fräsen, die später in diesem Tisch sitzt. Ich habe aber so viele Fräsen, dass ich einfach eine andere nehme. Also Fräse an und los. Moment mal, was ist denn jetzt hier beim Fräsen los? Man sieht es, ich bleibe hinten mit dem Adapter an meiner Vorrichtung hängen. Das war dämlich. So, beim zweiten Mal machen wir das anders. Ich drehe das einmal weg. Und dann geht das Fräsen auch schneller. Das Einzige, was dabei wirklich wichtig ist, ist, dass diese beiden Schlitze möglichst parallel zueinander sitzen. So könnt ihr euren Anschlag später wirklich ganz einfach und leicht bewegen. Ein links und ein rechts müssen wir einmal fräsen. Das geht wirklich sehr einfach. Und dann können wir auch schon die Löcher übertragen. Ich piekse das einfach nur einmal von unten an und dann können wir das in den Anschlag einfach reinbohren. So haben wir wirklich das perfekte Maß und der Anschlag lässt sich später ganz einfach bewegen. Dann müssen wir natürlich noch eine leichte Phase an den Anschlag fräsen, sodass der Staub da nicht hängen bleibt. Im ersten Moment, ich bin ganz ehrlich mit euch, habe ich gedacht, oh Mann, jetzt sieht das wahrscheinlich total blöd aus, weil man das Material durchsieht. Aber ehrlich gesagt sieht das am Ende ziemlich clean aus. Also ich bin wirklich happy damit. Dann können wir das Ganze auch endlich zusammenbauen. Einfach zwei lange Bolzen, einmal rechts durch, zack. Unterlegscheibe drauf und festdrehen. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Wenn ihr kürzere Schrauben habt, schadet das nicht. Oder ihr kürzt die Schrauben einfach, dann müsst ihr nicht so lange drehen.
dann die Fräse rein. Dabei gleich die Höhe einstellen. Dann natürlich den Staubsauger nicht vergessen. Das passt wirklich so perfekt. Und der Anschlag passt auch. Perfekt in 90 Grad und perfekt gerade. So soll es sein. Der ganze Tisch übrigens auch. Und jetzt können wir noch mal fräsen. Ich habe noch mal einen anderen Fräser eingespannt, einen Rundungsfräser. Und ich sage euch eins, das Fräsen macht einfach nur Spaß. Dieser Tisch gleitet wunderbar. Es wird super abgesaugt. Die Fräserhöhe einzustellen ist einfach. Und auch der Fräserwechsel geht ganz, ganz einfach. Und das Ergebnis ist perfekt. Das ist ein absolut genialer Frästisch geworden. Und zuallererst muss ich sagen, ich habe mich ewig dagegen gewehrt, sowas zu bauen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Gefühl, diese Absaugung zu bauen. Und sie funktioniert einfach besser als alles, was ich bis jetzt gekauft habe. Ist zum einen niederschmetternd und zum anderen einfach unglaublich geil. Ich habe auch nochmal gerechnet. Die große Platte hat 5,99 Euro gekostet. Die kleine, die wir zerschnitten haben, 2,99 Euro. Das bedeutet nach meinem Mathe-Genie 8,98 Euro. Selbst wenn ihr jetzt extrem teure Schrauben kauft, von denen wir nicht viele brauchen, wenn ihr für alles zusammen 15 Euro bezahlt, dann ist das schon wirklich viel. Das ist nichts im Vergleich dazu, ein 80 Euro gekaufter Tisch, der einfach nur Schrott ist. Unser ist größer. Er ist komplett plan. Wir haben einen wunderbaren Anschlag, der sich leicht verstellen lässt. Wir haben eine super gute Absaugung. Wir haben im Prinzip eine Art Fräslift durch die Fräse, die wir nutzen. Und Jonas, was ist mit den wechselbaren Inlays? Das halte ich in diesem ersten Schritt für nicht ganz so relevant. Wir haben jetzt hier ein 35 mm Loch und wir haben gesehen beim Fräsen, da ist nicht so viel frei. Das geht absolut klar. Genauso wie hier. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Fräser, den ich jetzt nicht benutzen kann, der also größer wäre, als dass er hier reinpasst. Alles andere ist genial. Der Fräserwechsel, ganz einfach. Wir ziehen die Fräse raus, wechseln den Fräser, stecken das Ganze wieder rein. Die ganze Vorrichtung an sich können wir einfach wegnehmen, irgendwo lagern und haben nicht ständig eine Maschine rumstehen. Und was auch noch dazu kommt ist, Jonas, wo ist der Notaus? Das funktioniert tatsächlich auch hier mit der Fräse, die wir nutzen, nicht. Genauso wie in dem Video, was ich euch hier nochmal verlinke. Unter den Tisch zu greifen ist hier aber gar kein Problem, weil wir nichts haben, was im Weg ist. Es ist also wirklich alles zugänglich, leicht zu bedienen und tippitoppi 15 Euro, meine Güte. Hättet ihr es gedacht? Viele von euch haben geschrieben 100, 150, 200 Euro. Und so kann man das schon komplett nutzen. Wir können aber eventuell in einem nächsten Schritt aus 15 Euro für wenig Geld, ich glaube, dass wenn wir nochmal 30, 40, 50 Euro investieren, wirklich den allerbesten Frästisch überhaupt bauen, ohne diesen ganzen unnötigen Schnickschnack. Ihr seht es hier, eine Fräsplatte. Wofür? Wir schrauben die Fräse an die Platte, bumm, fertig, keine Einstellerei. Smash, das ist ein Abo wert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sag's nochmal, seid ehrlich. Hättet ihr gedacht, dass ich euch für 15 Euro einen Frästisch baue? Ich glaube nicht. Ich hätte es mich selber auch nicht gedacht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.